Also die psychische Gesundheit ist ja, wir nennen die immer so, als wäre die so eins. Im Grunde genommen ist es ja die Balance zu halten zwischen den Anforderungen, die uns tagtäglich begegnen, auch den herausfordernden Situationen und dem, was wir haben, was uns stützt und stärkt. Und das in eine gute Waage zu halten, würde ich sagen, ist unsere Aufgabe, jeden Tag die Gesundheit zu balancieren. Und wir wissen aus der Forschung, dass gerade soziale Unterstützung im Team, aber auch über so ein Netzwerk tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Ressource ist, wenn es darum geht, wie kann ich psychisch gesund bleiben. Und dazu gehört zum einen, dass man sich jetzt im Kernarbeitsteam, wo man arbeitet, gut unterstützt, dass man sich da nicht alleine fühlt. Es gehört aber auch dazu zu wissen, ich bin nicht alleine mit meiner Situation oder meinem Problem. Das heißt, selbst wenn gar nicht zwingend eine Lösung oder ein Abstellen des Auslösers das Ergebnis von so einer Beratung ist, beschreiben ganz, ganz viele, die mit dieser Methode gearbeitet haben, dass allein schon das Wissen, es geht anderen genauso, das ist eine herausfordernde Situation, ich bin es nicht alleine, dass das schon wahnsinnig entlastend ist. Und deswegen sind solche Formate tatsächlich sehr hilfreich.